Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Telio City. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in einem privaten Tab ein Lesezeichen machen könnt und dieses auch wieder in einem privaten Tab geöffnet wird. Außerdem könnt ihr, wenn ihr dieses Add-on installiert, auch gleichzeitig jedes andere beliebige Lesezeichen in einem privaten Tab öffnen. Ich zeige dies anhand von Mozilla Firefox. Link zu dem Add-on wird natürlich auch wieder in der Beschreibung sein. Ein ähnliches oder gleiches Add-on wird es auch für Google Chrome geben. Entweder selber mal nachschauen oder warten, ob vielleicht noch ein Video kommt oder mal bei anderen schauen. Also, Beispiel. Ich gehe jetzt auf die Seite Spiegel Online, genau. Da bekommt man die Probleme. Lege ein Lesezeichen an. Nein, ich lege noch kein Lesezeichen an, weil ich möchte ja zeigen im privaten Tab. Das hier ist das Add-on, was wir nachher benötigen. Ich gehe hier auf mein Kontextmenü, wähle privates Fenster an. Es öffnet sich ein komplett neues Fenster. Und jetzt gehe ich nochmal auf Spiegel. Aber für die Leute, die nicht wissen, was ein privater Tab überhaupt, ganz einfach, bei einem privaten Tab wird keine Chronik gespeichert und es landet auch rein gar nichts auf der Platte. Weder Informationen, die wir anfordern, noch Informationen, die wir wegsenden. Einfach rein gar nichts. So, wir sind jetzt auf der Seite Spiegel Online. Zack. Sehen hier oben auch nochmal an diesem Zeichen, dass wir in einem privaten Tab uns befinden. Nun lege ich mein Lesezeichen an. Ja. Ja, okay, ich mache es einfach mit Steuerung D gerade. Ich habe schon wieder auf die Werbung geklickt. Steuerung D, fertig. Ich habe es in einem privaten Tab gemacht, wie man hier sieht. Nun schließe ich mein privates Fenster wieder, schaue auf meine Lesezeichen und sehe, nö, das wird ganz normal geöffnet. Kein privater Tab, rein gar nichts. Und ich habe auch keine Möglichkeit, es irgendwie in einem privaten Tab öffnen zu lassen. Ist nicht möglich. In neuem Tab öffnen bringt auch nichts, okay. Dann installieren wir uns einfach mal das Add-on Private Tab, natürlich Link in der Videobeschreibung, wie ich auch schon am Anfang sagte. Jetzt installieren, es wird kein Neustart benötigt. Nun öffne ich nochmal einen privaten Tab über mein Kontextmenü hier, privates Fenster, geht nochmal auf die Seite Spiegel. Ja, was habe ich da geschrieben? Egal. Jetzt sehen wir hier oben auch schon, seitdem wir das Add-on installiert haben, hier die Leiste, also der Name von der Seite ist unterstrichen, beziehungsweise unterschlängelt. Nicht unterschlängelt. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt lege ich nochmal mein Lesezeichen an. Steuerung D. Fertig. Nun schließe ich meinen privaten Tab wieder. Mache mir hier einen neuen auf und sehe hier nochmal Spiegel Nachrichten. Nun wird es noch ganz normal geöffnet. Doch, wir haben jetzt die Möglichkeit, bei unseren Lesezeichen entweder hier oder hier im Lesezeichenmenü Rechtsklick drauf zu machen und dann neuer privater Tab anzuwählen. Und dann wird das Ganze, wie wir hier sehen, in einem privaten Tab geöffnet. Hier sehen wir privater Tab. Und obwohl wir uns im gleichen Browser befinden und das Lesezeichen im privaten Tab gemacht haben. Das können wir natürlich auch mit jeder anderen beliebigen Seite machen. Ich zeige jetzt einfach mal zum Beispiel hier DeviantArt ein Beispiel von dieser Seite. Ich mache ein Beispiel im ein Lesezeichen, obwohl ich nicht im privaten Modus bin, also keinen privaten Tab momentan aufhabe. Lesezeichen, fertig, schließen. Neuer Tab. Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Lesezeichen, ist vollkommen egal, ob ihr das Menü hier oben nachgerüstet habt oder hier, geht beides. Rechtsklick drauf und hier neuer privater Tab. Oh, was habe ich gerade geklickt? Na doch, okay, privater Tab, hier. Obwohl wir gar nicht im privaten Tab das Lesezeichen gemacht haben, geht dies. Wer sich jetzt denkt, oh nee, ich habe keine Lust eigentlich jedes Mal da so ein Rechtsklick drauf zu machen, ganz einfach, gehen wir einfach nochmal auf unser Lesezeichenmenü hier, klicken da drauf. Momentan hängt irgendwie die VM ein bisschen, egal. Wir machen einen Rechtsklick auf das Lesezeichen, klicken dann auf Eigenschaften. Warten, bis sich das Fenster geöffnet hat. Hier genau. Hier können wir dann die Adresse verändern. Und da geben wir ein Private
Doppelpunkt slash slash slash, also dreimal slash Raute. Klicken auf Speichern. Und nun mache ich einfach meinen neuen Tab auf, öffne das Lesezeichen. Wir sehen auch schon, es ist hier unterschlängelt, was uns schon darauf schließen lässt. Guck mal, es wird im Private Tab geöffnet, also im privaten Tab. Und genauso, das ist jetzt auch passiert. Also entweder mal Rechtsklick drauf machen, dann kann jedes Lesezeichen, das gemacht wird, egal ob im Private Tab oder nicht, in einem Private Tab geöffnet werden, wenn erwünscht. Und wem das zu viel Aufwand ist oder der jedes Mal das gleiche Lesezeichen wieder im Private Tab öffnen möchte, kann auch einfach private Doppelpunkt slash 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 Raute davor setzen. Gut, das war's dann auch eigentlich schon. Bei weiteren Fragen einfach ab in die Kommentare damit. Für die Leute, die kein YouTube bzw. Google Plus Account haben, schaut in die Videobeschreibung, dort ist ein Link zu meiner Facebook-Seite. Dort könnt ihr mir auch sehr gerne Fragen stellen, indem ihr eine Chronik schreibt oder eine persönliche Nachricht schreibt. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button abonnieren oder liked meine Facebook-Seite, dort werdet ihr auch jedes Mal informiert, sobald ein neues Video online kommt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!